Hey Leute, willkommen zurück zu Persona 3. Wir haben den ersten Wächter von 5 besiegt. Ich kenne voraus, das könnte etwas dauern. Please defeat whatever enemies you encounter. I'm going to fight this shadow. There are two enemies. Nichts, ne? It's weak. Ja. Two enemies left. You found the enemy's weakness. The enemy's return to normal. Das ist doch nicht dein Ernst! Ah, fuck, ich dachte, das wäre die EP-Karte gewesen. Da hat sich auf einmal alles verschmelzt. Ich habe nichts mehr gesehen. So, jetzt sind wir fertig, wie scheint. Ich mache eine starke Präsenz, aber das könnte etwas dauern, bevor ich sie genau lokalisieren habe. Immer das gleiche, ne? Immer das gleiche. Aber ich glaube, wie schon gesagt, alle 10 Ebenen kommen wahrscheinlich ein harter Gegner. Also 230, 240, 250, 260. Das sind insgesamt noch 4. Also bin ich mir ziemlich sicher, dass es so ist. Also Kuka, anscheinend mache ich schon einen besseren Job als du. Das ist irgendwie traurig. Ihr seid Feuer. Ja, ihr seid Feuer, Likara. Und dann können wir ja bis Stufe 30 schon mal machen und dann machen wir gleich ein bisschen Pause, vielleicht für 2-3 Tage. Und dann als bisschen Social Links. Außer keine Schule, dann können wir auch gleich wieder in den Turm gehen, weil dann macht das sowieso keinen Sinn, weil dann kann ich sowieso kaum Social Links. Also. So unnötig, halt die Fresse, du gehst mir so auf den Sack. Hör auf. Ach, was ist denn los mit euch? Ist das dumm? Ist das dumm? Da würde ich doch alle heilen. Warum? Shook up. It's weak against fire.
Give me a second. I'll scan the target. Good choice. The enemy is down. LOL. Beide Feuer. Nach was. The enemy. Only one enemy left. Be careful. Don't overdo it. Ich habe schon keine Ahnung, wo meine Karte ist. Ja, okay. Ey, die verschmilzt damit den anderen, dass du sie gar nicht mehr siehst. Holy shit. Das ist nicht ganz scheiß Ernst. Ich wollte Oberon ein. Ich wollte eigentlich die Persona einsetzen, aber ich habe auch gesehen. Ja, Moment, ich scanne die Ebenen. Ah, nee, 228. Also kennst du immer, müsstest du gewinnen können. Okay. Wenn der schon mal die Treppe ist, ne? Nein, okay. Die anderen kämpfen noch. Das ist Akihiko. Scheiße. Ach fuck, das war der, wo immer ausweicht, ne? Aber ich glaube, alle waren Feuerliebhaber, oder? Wenigstens ein Hiebeangriff.
Das heißt, vielleicht deutlich lieber. What the? Hi. 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 Was ist hier los? Ach, Eis. Ich weiß, Fuka, das hast du gerade schon mal erwähnt. Please defeat whatever enemies you encounter. Yes, I found one. Let the battle begin. I'll just hold on to this for now. I found one. I'm going to take it out. Watch out! There are four enemies. Karte. My skills have improved. Everybody, please retreat. Schwere drei Gegner in der Mitte.
Ich nehme mal Aegis mit, weil das Ding ist, wenn es halt wirklich wieder so ein Kampf ist, wo halt Nahkampfangriffe was bringen, dann ist halt Aegis auf jeden Fall die richtige Wahl. Weil Aegis kann halt richtig krasse Nahkampfangriffe. Ich wollte gerade schon sagen, wo laufe ich jetzt gerade hin? Da ist er. Und auch, glaube ich, auf alle kannst du, glaube ich, auch Angriffe irgendwie machen oder so. It seems to be guarding this area. Be careful, it's powerful. Help Ken-kun, he's not doing so well. Hier ist nur die Frage, bringen Nahkampfangriffe was? Ja, ja. Sogar richtig viel. Also es war jetzt gerade ein normaler Angriff und ohne Abwehr zu sinken. Oh nein, das machen sie. Oh, fickt euch doch. Oh, leck mich doch. Ken sollte mal heilen. Weil Ken, du bist nämlich jetzt dazu schützen, dass wir geheilt werden. Weil ich halt dachte, komm, Yukari ist eigentlich so gut. Das kann er kennen auch. Schon bei einem Gegner mehrfach. Na. Ah, weiß ich nicht. Weiß ich nicht, war jetzt nicht so stark, ne? Jetzt hat auch erstmal die Frage, bringt überhaupt. Also ist das hier überhaupt stärker als ein normaler Angriff? Ja doch, also der schon. Das ist ja nice. Ja doch. Ja warte mal, wenn wir doch hier theoretisch den angreifen, wird doch die Barriere gebrochen, oder nicht? Ja, okay, die Barriere ist weg. Dann würde ich sagen, machst du mal das hier, damit die Barrieren weggehen. Obwohl, ist eigentlich sowieso... Obwohl, ist eigentlich theoretisch egal. Es sei eigentlich völlig egal jetzt, dass die da noch die Barrieren hatten. Und wir greifen die ja sowieso jetzt nicht an. Bei Aegis mache ich auch mal den anderen Angriff, dass es auf einen Gegner geht. Dann machen wir einfach auf einen Gegner konzentrieren, anstatt auf andere Gegner. Boah, nee, Makoto. Was? Lebensentzug? Alter, was zum Teufel ist hier los? Ja, ihr könnt mich selber am Arsch lecken. Bastard. Du bist doch echt ein Bastard, wirklich. Ja, ist doch gut, Mann. Ja, er heilt sich auch noch dadurch. Wie, was ist denn ein Bastard-Gegner? Ja doch, lass mich doch auch mal angreifen, Mann! Ist das dumm, Junge. Ja, komm, leck mich am Arsch. Ja, Geistentzug ist mir viel lieber als Lebensentzug. Das kannst du mir halt echt nicht erzählen. Also wenn die anderen Gegner Lebensentzug machen, die ich ja nicht angreife, ist mir das relativ egal. Ja, du blöder Pascal, natürlich machst du das!
200 Schaden für einen normalen Angriff, das ist ja schon extrem krass. Ist natürlich klar, dass natürlich der Bastard, wo es nicht machen soll, es macht. Ja, Geist sind wirklich eine Scheiße. Wahrscheinlich 201! SP abgezogen, Bitch, Alter, was ist mit dir falsch? Nee, das ist einfach nur falsch. Was für 200 SP? Bei jedem oder was? 200 SP? Das ist ja wohl lächerlich. Das ist ja wohl einfach nur lächerlich. Ich gehe mich erregen. Ja, ist mir scheißegal, du bist nicht die, die wir angreifen. Noch nicht. Das ist nicht wahr. Das ist einfach nicht wahr. Stirb jetzt, Mann. Das ist nicht dein Ernst. Igus has taken heavy damage. Fire! Must be eliminated. Danke. Immerhin ist einer tot. Nein, er reflektiert. Oh, die haben immer noch die haben immer noch die Barriere drin. Gut, dass ich gerade gemacht habe, dass ich nicht mehr. Ja, perfekt. Ich bring das halt gleich wieder um. Ja, direkt oder was? Ich hätte nicht mal Schaden gemacht. Wir müssen auf jeden Fall den Angriff steigen. Das hätte ich halt gar nicht gemacht, weil es halt eigentlich nichts gebracht hätte, weil alle tot waren. So, du machst dann das hier, drauf ausgerechnet, wobei am Verbündeten. Okay, du machst das hier. Nein, das hier. Auch nicht viel Schaden, aber halt mehr als der normale Angriff. Weil normal ist, aber manchmal ist es halt auch nicht so. Ich glaube, du bist nicht angreifen, ne? Ich hoffe, ich es einfach mal. Ich kann mit euch wetten, ich mach das jetzt, aber gleich jetzt sind wahrscheinlich alle tot. Ne, doch nicht. Außer die kriegen irgendwie noch eine. Ne, die haben keinen Angriff mehr zugeschrieben bekommen. Das ist ja nett. Das sag ich. Okay, it off.
time. Akihiko-senpai is unconscious! That wasn't good. Persona! It must be eliminated. Okay.